Einen wunderschönen guten Morgen. Wir befinden uns heute in der Nähe von Bärwang, genauer gesagt in Brand. Und es geht heute auf den 2000 Meter hohen Hönig. Gestartet haben wir direkt hinterm Gasthof Bergblick und wandern jetzt hier gerade so auf dem schmalen Pfad, noch im Schatten los. Es verspricht heute wunderschönes Bergwetter zu werden. Es soll über 20 Grad warm werden, zumindest im Tal. Und ein Großteil der Tour wird auch sonnig verlaufen. Der Weg zieht sich gleich von Beginn an recht steil nach oben. Hier ist jetzt dieser Gasthof Bergblick. Und da geht's nach oben. Was ganz cool ist mit der Tour, vom Gasthof Bergblick kann man schon das Gipfelziel sehen. Auch hier kann man jetzt ganz schön den Weg sehen, der sich hier so ein Serpentin nach oben zieht. Die Tour selbst vom Gasthof Bergblick bis zum Hönig ist nur mit 2 Stunden und 15 Minuten angeschrieben. Also eine recht kurze Tour für die ungefähr 700 Höhenmeter. Es gibt dann auch die Möglichkeit, die Tour noch ein bisschen zu erweitern. Dazu später mehr. Wir sind jetzt noch so circa 35 Minuten bis zum Sattelkopf. Und von da ab verläuft dann der ganze Weg bis zum Hönig in der Sonne. Vorausgesetzt natürlich, die Sonne scheint, so wie heute. So, wie versprochen, man kann die Tour jetzt extrem erweitern, indem man hier noch 5 Minuten bis zum Sattelkopf läuft und wieder zurück. Und danach schauen wir schon mal hin. Geht's da hinauf.
So, höchsten Punkt erreicht. So, hier sieht man jetzt vermutlich die Köglerhütte. Wir dachten ja hier, die links die Hütte ist es, das ist aber die rechte. Der Weg zieht sich jetzt hier gerade in Serpentinen nach oben. So, da. Wir sind jetzt hier bei dieser Wetterstation angekommen, auf 2000 Metern. Und der Weg zieht sich wirklich vom Sattelkopf hin bis hier zur Wetterstation, komplett in Serpentinen nach oben. Es geht sehr steil, aber durch diese Serpentinen geht es dann zum Glück einigermaßen. Und jetzt schauen wir mal, wie weit es noch ist. Dürften jetzt eigentlich nur noch so 40, 50 Höhenmeter sein. So. Und hier das Kreuz vom Hönig. Jetzt kann man es gut sehen. Ist nicht mehr weit. Keine 10 Minuten mehr. So, vor der Gipfelrast laufen wir jetzt noch ein Stückchen weiter bis zur nächsten Erhebung. Das müsste das Joch sein, so ein kleiner Nebengipfel vom Hönig. Am Joch angekommen und auch hier hat man eine schöne Aussicht bei dem herrlichen Wetter. So, dann geht es jetzt gleich retour, wieder zum Hönig und dann die verdiente Gipfelrast. Thank you.
uns jetzt wieder auf den Abstieg. Das ist echt der Hammer. Man hat hier einen wunderschönen Blick auf die namenlose Wetterspitze. Die steht auch schon lange auf unserer To-Do-Liste. Ganz hinten kann man auch den Hochvogel sehen. Dann hier verschwindet gerade hinter den Wolken der Tanella. Da waren wir auch schon oben im Winter. War auch eine sehr schöne Tour. Und da hinten der Daniel. Und ganz hinten sogar das Zugspitzmassiv. Es wird jetzt gerade ein bisschen windig. Und kaum ist man im Schatten des Hönigs, ist es schon windstiller. Da kommen wir her. Sieht so steil aus, das ist so krass. Aber eben dank der Serpentinen ist es schon okay. Und da geht es jetzt noch runter. Bis zum Sattelkopf, der ist hier. Beziehungsweise natürlich laufen wir nicht nochmal hoch zum Sattelkopf, sondern bis hier. Und von rechts sind wir dann gekommen. Richtung Kögelalpe. Jetzt sieht man nochmal ganz schön den Weg. Also hier ging es eben in den Serpentinen hoch bis zur Wetterstation. Dann ging es hier nach hinten rein. Also hier liegt ungefähr der Hönig, aber eben hinten drin. Und dann sind wir hier den Grat entlang und hier auf das Joch. Und jetzt sind wir schon wieder hier beim Sattelkopf gleich angekommen. Ja, wir sind jetzt schon fast wieder am Auto. Es sind jetzt noch 25 Minuten bis nach Brand. Wir haben uns aber jetzt entschlossen, noch bei der Kögelehütte einzukehren und dann den Rücktritt anzutreten. Sehr idyllisch führt jetzt hier der Weg durch die Almwiese und rechts und links die kleinen Hüttchen. Kögelehütte. So, wir waren jetzt gerade noch bei der Kögelehütte zur Einkehr, haben uns jetzt noch ein kleines Erfrischungsgetränk gegönnt. Unser heutiges Fazit zur Tour. Die Tour an sich ist eigentlich recht einfach zu gehen. Es hat jetzt keine großen technischen Schwierigkeiten oder jetzt keine großen bergsteigerischen Voraussetzungen gebraucht für die drei Gipfel. Das ist übrigens ein sehr guter Punkt, drei Gipfel. Also man hat es nicht oft, dass man drei Gipfel so super auf dem Weg mitnehmen kann. Zwei davon lagen über 2000, also das ist eigentlich echt schon toll. Und dann ist das Ganze auch noch als Halbtagestour machbar. Das ist natürlich halt auch echt, echt klasse. Also man muss da keine 8-9 Stunden laufen, sondern kann es eigentlich echt ganz easy in, ich glaube offiziell waren es 3,5 Stunden oder sowas. Also ist eigentlich echt super. Der Vorteil ist bei so einer Halbtagestour natürlich, das haben wir jetzt halt auch wieder gemerkt, wenn man halt schon bei Zeit losläuft. Wir haben wir hatten den Berg echt für uns allein. Ja, Hochzoos war nichts los. Erst dann beim Abstieg sind uns dann ein paar Gruppen entgegengekommen. Aber das ist halt dann natürlich schon der Vorteil, wenn man halt einfach zeitig losläuft. Ja, sonst gibt es glaube ich heute gar nicht so viel zu berichten. War wieder eine tolle Tour. Hat uns sehr viel Spaß gemacht. Und ja, wenn euch die Tour auch gefallen hat, dann freuen wir uns über ein Like. Und wie immer, vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Und dann sage ich
bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.